Zum Schluss schauen wir nach Brasilien, das ja bekanntermaßen besonders stark unter der Corona-Krise leidet. Mit seinen rund 400.000 Corona-Toten hat das südamerikanische Land neben den USA und Indien die weltweit höchsten Pandemieopfer. Ja, viele Nachrichten, die uns aus Brasilien erreichen, sind besorgniserregend. Doch es gibt auch Positives. Dank staatlicher Subventionen konnten einige Künstlerinnen und Künstler finanziell überleben. Robert Handrak berichtet. Als Künstlerin hat sich Raquel Poti schon seit einiger Zeit einen Namen gemacht. Auf ihren Stelzen ist sie eine der überragenden Figuren, sei es beim Karneval von Rio de Janeiro oder auf privaten Feiern. Doch durch die Pandemie fällt das alles aus. Unsere Arbeit hängt komplett vom Publikum ab. Davon, dass wir Tickets verkaufen, Spenden bekommen, durch die öffentliche und private Hand gefördert werden. Wenn wir nicht öffentlich auftreten können, können wir uns auch nicht finanzieren. Zum Glück für Raquel kommt der Staat zu Hilfe. 465 Millionen Euro stehen insgesamt 700.000 Artisten eigens in der Krise zur Verfügung. Raquel hat so mit 26 weiteren Künstlern das Projekt Träumende Riesen finanzieren können. Ein 20-minütiges Videospektakel auf YouTube, das die traditionellen Tänze des Karnevals in die Wohnzimmer bringt. Auch MV Bill, einer der bekanntesten Rapper des Landes, hat sich neu erfunden und streamt vor allem im Netz. Der Kontakt mit den Zuschauern, die Konzerte, das hat mir wirklich gefehlt. Das Internet kann das nicht ersetzen, aber man kann so Kontakt zu den Fans halten. Ich denke, eine Pandemie ohne Internet und somit ohne Kunst, das wäre viel schwieriger und härter. Zuletzt hat das Parlament die Hilfen bis zum Jahresende ausgeweitet. Für die Künstler ein Lichtblick in diesen schwierigen Zeiten.